Im Oktober 2009 hat die Brandenburgische Luftverkehrsbehörde das Lärmschutzkonzept für die Anwohner des zukünftigen Hauptstadt-Airports Berlin-Brandenburg International neu entschieden. Fluglärm ist für die Menschen in den Anwohnergemeinden rund um den BBI ein wichtiges Thema. Die Berliner Flughäfen haben in Ludwigsfelde die erste mobile Fluglärmmessstelle in Betrieb genommen. Wir haben ja im Bereich der Flughäfen vorgeschrieben stationäre Messstellen, mit denen wir rund um die Uhr den Fluglärm messen. Und dieses Gerät zeichnet sich dadurch aus, dass wir es mobil überall hinstellen können. Dieses Gerät ist mit dem Fluglärmserver verbunden über eine Mobilfunkleitung. Und wir können diese Werte dann verwenden, um Berichte zu schreiben, den Fluglärm zu messen. Wir haben uns für Ludwigsfelde jetzt entschieden, weil von der Stadt Ludwigsfelde schon seit ungefähr anderthalb Jahren die Anforderung da ist, dass wir hier eine Messung durchführen sollen. Und wir haben so lange gewartet, bis wir sehr moderne Technik haben. Die Anlage ist mit neuester Fluglärmüberwachungssoftware ausgerüstet, die erstmals Messungen in größeren Entfernungen zum Flughafen ermöglicht. In Abhängigkeit von der Verteilung der Betriebsrichtungen des Flughafens Schönefeld in den kommenden Wochen wird die Anlage bis zu 2 Monate in Ludwigsfelde verbleiben und Daten sammeln. Dank des neuen mobilen Gerätes können erstmals Messungen in großer Entfernung vom Flughafen erfasst werden. Andere Geräuschequellen werden gefiltert, denn wir wollen ja nur Fluglärm messen, die Radarspuren heranziehen können. Das heißt, das sind Radarspuren, die wir von der deutschen Flugsicherung haben. Und die Software sieht sozusagen, wann hier ein Flugzeug in welcher Entfernung vorbeigeflogen ist, kennt den Zeitpunkt und kann dann zu diesem Zeitpunkt auch schauen, lag da ein Lärmereignis vor. Und das wird dann als Fluglärm gekennzeichnet. Und man kann sogar diesen Fluglärm dann genau diesem Flieger zuordnen. Die regionalen Vertreter der Lärmschutzkommission zeigen sich erfreut, dass diese mobile Flugmessstelle in Betrieb geht. Mit den gewonnenen Messdaten werden die Bürger informiert, wie sich die Fluglärmsituation in der Region darstellt. Christoph Schulze, Landtagsabgeordneter aus Zossen, hat sich mit dem Thema Lärm auseinandergesetzt. Naja, das Bundesumweltamt hat ja festgestellt, dass Lärm der Stressfaktor Nummer 1 ist. Und ich denke auch, dass es in Zukunft immer wichtiger werden wird. Und Fluglärm ist natürlich ein Teil dessen. Manchmal hat natürlich sehr große Lautstärken als Einzelereignisse. Aber hier in Ludwigsfelde ist es natürlich besonders extrem. Ne? Hier ist die Autobahn, hier ist die Bundesstraße, hier ist der Flughafen oder beziehungsweise die überfliegenden Flugzeuge und noch die Eisenbahn. Und deswegen ist es gut, dass hier auch mehr getan wird, dass es erstmal festgestellt wird, damit man erstmal eine Sensibilisierung auch in Politik und Verwaltung für dieses Problem bekommt. Und wenn man diese Messwerte dann hat, dass man dann auch anfängt, was zu tun. Die Stadt Ludwigsfelde will aus den Daten, die die Messstation in den nächsten 2 Monaten liefert, Erkenntnisse für ihr Lärmschutzkonzept ziehen. Das in Deutschland bisher einmalige Gerät wird auf Wanderschaft gehen. Naja, letztendlich könnte es jeder anfordern, egal ob Mitglied in der Fluglärmkommission oder einfach Anrainer. Sprechen Sie uns als Flughafen an, kommen Sie in die Airport World, sprechen Sie unsere Experten an. Wir schauen anschließend gemeinsam mit den Behörden, inwieweit lässt es sich dann auch einsetzen. Das ist der große Vorteil dieses neuen Gerätes. Es ist in Echtzeit auf die Daten zuzugreifen über UMTS-Technik. Das heißt, wir haben jetzt das Neueste und jetzt sollten wir auch die Vorteile dieses Gerätes nutzen. Weitere Informationen zu diesem Thema sowie dem Schallschutzprogramm der Berliner Flughäfen gibt es in der BBI Airport World oder unter Telefon 030 60 91 20 70.